im Büro, da ist niemand, wie ihr seht. Ich habe optimale Arbeitsbedingungen und ein weiteres Video für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich euch ein paar Fragen vorstellen, über die ihr so in den nächsten Tagen nachdenken könnt, auch wenn ihr jetzt vielleicht gerade euch reingestürzt habt in den Online-Unterricht, in den digitalen Fernunterricht. Dann ist vielleicht jetzt der Moment gekommen, mal kurz darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich, wie geht das jetzt weiter, was für Weichen habe ich gestellt. Und die Fragen, die ich jetzt hier mitgebracht habe, habe ich teilweise von hier. Please do a bad job of putting your courses online ist hier die Aufforderung. Ich werde den Link dann unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Text lesen wollt. Der Text basiert so ein bisschen auf der amerikanischen Situation von Studierenden, die auch arbeiten müssen, die teilweise sehr schlechte technologische Bedingungen haben. Und ich habe dann versucht, das ein bisschen aufs westeuropäische, deutschsprachige Lernumfeld, soziale Umfeld zu adaptieren, damit das passt für das, was wir hier alle gerade machen. Erste Frage. Wenn ihr jetzt ein Tool einsetzt, dann könnte man sich fragen, ja, warum habt ihr das nicht schon längst eingesetzt? Weil das, was ich hier nutze, das sind Dinge, die ich schon seit Jahren mache, weil sie mich interessieren, weil ich denke, ich kann damit wirksam arbeiten. Aber wenn ihr das jetzt zum ersten Mal macht, dann stellt sich schon die Frage, ja, warum tut ihr das? Also, warum habt ihr es bisher nicht getan, wenn ihr jetzt damit beginnt? Und deshalb kann man wie sagen, der Kern eurer Arbeit werden nicht Tools sein. Also, beschäftigt euch nicht so stark mit Tools. Denkt nicht, dass Tools Probleme lösen, die ihr im Moment gerade habt. Mit Tools meine ich Programme, Methoden im Internet, die euch vielleicht clevere, findige Menschen zeigen und sagen, es ist ganz, ganz einfach. Vielleicht für euch nicht so einfach, vielleicht auch für die Schülerinnen und Schüler nicht so einfach. Wenn ihr jetzt aber sagt, ist der Moment gekommen, um etwas zu lernen, ich will das wirklich verstehen, ich bin bereit, da auch Energie reinzustecken, dann ist das sicher eine gute Gelegenheit, aber wenn das Interesse fehlt und ihr euch zwingt, euch abmüht, dann könnt ihr vielleicht aufhören, den anderen Weg suchen. Tut die Dinge nicht, damit die anderen denken, ihr macht es richtig. Es ist besser, jetzt einzugestehen, ich kann es nicht, ich möchte es nicht. Das erzeugt in mir Widerstände, schlechte Gefühle. Wir brauchen alle guten Gefühle, die wir finden können. Und deshalb macht niemandem etwas vor. Ihr seid teamfähig, deshalb setzt ihr euch jetzt damit auseinander. Ihr müsst es auch niemandem beweisen, das wissen die anderen von euch. Ihr seid auch teamfähig, wenn ihr ehrlich seid und sagt, für mich geht das gerade nicht. Ich nehme einen anderen Weg. Ich versuche so für Menschen da zu sein, auch für Schülerinnen und Schüler. Telefonieren können wir alle und ihr könnt eure Nummer rausgeben, sagen, wann man euch anrufen kann. Ihr könnt mit Schülerinnen und Schülern einfach am Telefon Dinge besprechen. Das können alle tun. Ihr müsst nichts weiter tun, um irgendjemandem etwas zu beweisen. Ja, ich denke, ein Stück weit wollen wir alle Normalität haben. Wir brauchen unsere Arbeit. Wir müssen das Gefühl haben, etwas beitragen zu können. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht unsere Normalität anderen überstülpen, also nur damit wir ein Gefühl haben, etwas Normales, Sinnvolles zu tun, müssen wir nicht anderen Sachzwänge vorsetzen, die ihre Bewegungsfreiheit, ihre Denkfreiheit, ihre Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Das wäre dann auch aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler gesprochen, verstehe ich, wie es für sie ist, also verlange ich von Ihnen zum Beispiel, dass Sie eine perfekte Arbeitsumgebung haben, die bei Ihnen zu Hause einfach nicht vorhanden ist? Verstehe ich, wie Ihre Beziehung zu Ihren Geschwistern, zu Ihren Eltern, zu den anderen Menschen im Haushalt Sie gerade beeinflusst? Und aus Ihrer Situation zu denken, was hat die Schule, was hat das Lernen jetzt für Sie für eine Bedeutung? Das scheint mir ganz, ganz wichtig sein, wenn Ihr Angebote, Lernangebote plant. Wir müssen auch ein bisschen damit rechnen. Wir stehen jetzt am Anfang einer möglicherweise längeren Phase und für Menschen, die psychische Schwierigkeiten haben, ist es eine zusätzliche Belastung, wenn sie nicht aus dem Haus können, wenn sie nicht trainieren können, wenn sie nicht vielleicht in ihre Therapie gehen können. Also Menschen, die psychische Probleme haben, die werden nicht verschwinden, nur weil jetzt eine Ausnahmesituation ist, sondern die Probleme werden stärker werden.
Menschen, die bedroht sind zu Hause von häuslicher Gewalt, werden stärker bedroht sein. Sie können nicht mehr weg, sie können auch nicht in die Schule gehen. Menschen mit Abhängigkeiten werden die stärker erleben, werden auch starke Angst haben dabei. Und Menschen mit kranken Angehörigen brauchen ganz viel Energie für sie, für ihre Angst, die sie darum haben. Also in diesen Situationen brauchen diese Schülerinnen und Schüler, die in solchen Haushalten leben, mit solchen Menschen zusammen sind, jemand, der ihnen zuhört, jemand, der ihnen Unterstützung anbietet, aber vielleicht nicht jemand, der ihnen Arbeitsblätter schickt, die sie jetzt ganz dringend ausfüllen müssen und dann böse wird, wenn sie es nicht machen. Also geht immer davon aus, die Situation wird für alle Menschen schwieriger. Das wäre dann, das habe ich jetzt schon mehr oder weniger gesagt, also versucht so zu handeln, dass andere mehr Möglichkeiten haben. Also macht ihnen Angebote, das ist super, aber zwingt sie nicht, etwas zu machen. Macht ihnen nicht den Stress, sondern versucht wirklich zu sagen, das, was ich tue, das schafft Anschlüsse für andere. Wir probieren das jetzt alles aus und die Technologie ist für eine Normalbelastung gemacht. Es werden weltweit Menschen auf die Tools zugreifen, die wir jetzt benutzen. Es werden wenige Menschen bereit sein in den Firmen, um die Tools zu warten, um die Server zu warten. Gehen wir einfach mal davon aus, dass vielleicht funktioniert das alles in ein paar Tagen nicht mehr. Was machen wir dann? Bitte kommuniziert so, dass ihr nicht von Technologie abhängig seid, sondern auch andere Wege dann findet, falls das alles nicht möglich ist, was ihr jetzt geplant habt. Seid nicht frustriert, wenn ihr Videokonferenzen machen wollt und die laufen nicht. Denkt daran, das kann alles sein, dass es nicht funktioniert. Zum Schluss. Gibt es einen Alpaka und diese Alpakas sind ganz wichtig. Es ist meine Bemühung, ein bisschen Lachen, Heiterkeit, Spaß ins Netz zu bringen, ins Lernen zu bringen und fragt euch auch, wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen unterhalten sind, dass sie mal abgelenkt sind. Versucht Alpakas in euer Lernen einzustreuen. Das wäre es für diesmal gewesen. Bis bald. Danke fürs Zuschauen.